Franzi? Gott, was ist das denn? Oh, Stella! Oh, oh mein Gott, ich komm her. Was ist das denn? Franzi? Klinik am Südring, die Familienhelfer. Mutter Elena kann nicht fassen, dass Familienhund Stella von Tochter Franzi eiskalt ausgesetzt wurde. Weil die Achtjährige zuvor bereits heimlich ihre neuen Kaninchen weggab und sich auch sonst provokant verhält, hat sich die Hausfrau Unterstützung geholt. Franzi, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Franzi, bitte! Mach bitte die Tür auf! Bitte! Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Guten Tag! Oh, hallo, guten Tag. Frau Amberg? Ja. Hallo, Rosella Blumenthal. Hallo. Ich bin heute hier, weil Franziska, die achtjährige Tochter, seit einiger Zeit Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Unter anderem hat sie zum Beispiel ihre Kaninchen einfach weggegeben. Und Frau Amberg, die Mutter, die weiß sich keinen Rat mehr. Auf Nachfrage erfährt Familienhelferin Rosella Blumenthal, dass Franzi sich Hund und Kaninchen sehnlichst gewünscht hat, bevor sie die Tiere wieder loswerden wollte. Für die Wesensänderung ihrer Tochter findet Mutter Elena nur eine Erklärung. Was haben Sie denn für eine Frage? Also ich hatte vor 4 oder 5 Wochen haben wir ihr Spielzeug aussortiert. Ja. Und das haben wir halt an der Kita abgegeben, damit andere Kinder damit spielen können. Und sie hat auch neues Spielzeug bekommen. Ich hatte es eigentlich mit ihr besprochen, aber naja, ich weiß halt nicht, ob sie nicht doch ihre alten Puppen vermisst oder sonst was, ne? Da hängen bestimmt auch Erinnerungen dran, da hängen Emotionen dran, die der Mutter, vielleicht auch dem Kind, gar nicht so bewusst sind. Und erst wenn es nicht mehr da ist, vermisst man was. Es lag erstmal die Vermutung nahe, dass es vielleicht im Zusammenhang steht. Es hat sich aber nachher gezeigt, dass es das nicht tut. Ist Franziska jetzt auf ihrem Zimmer? Genau, das ist oben. Ja? Wollen Sie da? Darf ich? Ja. Ich würde aber ganz gerne den Hund mitnehmen. Okay. Ich habe den Hund, die Stella, mit ins Zimmer genommen, weil ich unmittelbar auch Franziska damit konfrontieren wollte. Der Hund ist nicht weg und den hat jetzt auch keiner mitgenommen. Und wollte auch wissen, wie reagiert sie, wenn ich jetzt mit Stella wieder hochkomme. Guck mal hier, ich habe deinen Hund mit hochgebracht. Den hast du draußen angeleint mit einem Schild. Und da stand drauf, zu verschenken. Warum? Hat die Stella dich gebissen, oder? Nein, die hat mich nicht gebissen. Mhm. Und warum setzt du die denn dann so vor die Türe? Sag mal, die Mama hat mir erzählt, dass du ja auch Kaninchen mal hattest, ne? Ja. Und? Was war damit? Du weißt aber schon, dass man mit Tieren verantwortlich umgehen sollte, oder? Ja, das weiß ich ja schon. Das weißt du. Mir war auch im Gespräch mit Franziska auch noch mal wichtig, ihr zu sagen, weißt doch oder weißt du es nicht, dass man eine Verantwortung auch hat für ein Lebewesen. Das wusste sie. Sie hat direkt gesagt, nein, das weiß ich doch. Aber das passte ja gar nicht zu ihrem Verhalten. Franzi, du hast Besuch. Guck mal. Das ist Ida und das ist Mila und die kommen immer zum Spiel. Meine Schwester hat nämlich jetzt wieder mit der Arbeit angefangen. Aha, okay. Mhm. Und die Stella kennt auch schon deine Cousine, ne? Die genau. Freut sich auch schon, ne? Ja. Ja, freut ihr euch auch? Aha. Wolltest du mit dem spielen? Nein! Was ist denn los, Franzi? Das ist mein Hund. Ich glaube, ich nehme den mal lieber, ne? Dann könnt ihr besser hier spielen oder so. Ja, ist ja auch dein Hund, bleibt ja auch dein Hund, Süße. Das passte jetzt so gar nicht in das Bild und auch aus dem Gespräch, was ich mit Franziska hatte. Deshalb wollte ich gerne noch mal mit Frau Amberg sprechen, ob es irgendwas vorgefallen ist, ob die Kinder grundsätzlich sich gut verstehen. Denn da war für mich eigentlich die Richtung, da lag für mich der Schlüssel in dieser Botschaft. Diese Reaktion jetzt eben auf den Hund, die steht ja in keinem Verhältnis mit dem, dass sie den Hund ausgesetzt hat ne, oder verschenken will, wenn ihre Cousine kommt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Und, was ist denn da los? Franzi? Was ist denn da los? Macht sie die Tür nicht mehr auf? Ja. Franzi, das geht aber so nicht. Franzi, mach die Tür auf. Bitte mach die Tür auf. Süße, komm schon. Da Elena ihre Nichten seit kurzem regelmäßig betreut, vermutet sie sofort, dass ihre Tochter Cousine Mila aus Eifersucht vor die Tür gesetzt hat.
Rosella Blumenthal hingegen zieht keine voreiligen Schlüsse, sondern bringt die Schülerin erstmal dazu, aufzuschließen, indem sie ihr ein spannendes Spiel verspricht. Okay, Franziska, was ist denn los? Warum setzt du denn deine Cousine einfach vor die Tür? Okay, komm. Ich brauche Papier. Rosella Blumenthal will ergründen, warum Franzi ihre große Cousine genauso kaltherzig abschieben will wie ihre Kaninchen oder Hund Stella, die kleine Ida jedoch nicht. Darum erklärt die Therapeutin das Kinderzimmer kurzerhand zur Antarktis. Und jetzt stellen wir uns vor, das ist das Meer und ihr seid die Pinguine und ihr schwimmt auf dem Meer. Ja? Okay? Und jetzt, was jetzt passiert ist, ihr habt da ganz viel Sicherheit auf der Eisscholle. Aber jetzt kommt die große Sonne. Und die Eisscholle, die fängt an zu schmilzen an. Ja? Und deshalb muss man gucken, wenn ich jetzt bei der Ida, wenn ich der jetzt so ein ganz großes Stück und noch ein Stück abreiße, dann wird die Eisscholle ganz klein, ne? Die Eisschollenaktion ist ein sehr gutes Medium gewesen, um zu schauen, in einer Notsituation, für wen entscheidet sich Franziska? Weil ich der Vermutung nachgehen wollte, aufgrund dieser Situation, dass sie ja die ältere Cousine Miele ausgesperrt hat und mit Ida alleine sein wollte, ob das in irgendeinem emotionalen Zusammenhang steht mit Franziska. Und das hat sich ja auch gezeigt, was der Hintergrund war. Jetzt muss die Franzi sich vielleicht entscheiden, ob sie die Miele rettet oder die Ida. Ida. Komm. Ah, fein. Und jetzt schmilzt die Sonne, die wird immer wärmer. Und bei Miele wird es auch immer weniger. Und jetzt? Jetzt gehst du bald unter, ne, Miele? Und jetzt? Jetzt gehst du auch rüber, oder nicht? Franzi? Das Entscheidende hat eigentlich Frau Amberg dann in dem Eisschollenspiel mit reingebracht. Denn sie hat ganz genau beobachtet, dass Franziska die kleine Ida auf ihrer Eisscholle festgehalten hat, obwohl Franziska gesehen hat, dass Miele gar keinen Platz mehr hatte. Und Frau Amberg sagte dann, wieso hilfst du denn Miele nicht? Und das war der entscheidende Hinweis. Soll die Miele hier stehen bleiben, Franzi? Möchtest du die nicht mit auf die Eisscholle nehmen? Warum nicht? Weil ich gern auch eine kleine Schwester hätte. Und das heißt? So wie Ida ist. Und dann würdest du Miele auf der Eisscholle so stehen lassen, damit du die kleine Ida hast für dich? Ja. Und? Ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen... Mhm. Und Stella, also ich meine, aber der Arzt, der hat halt damals gesagt, ich hatte Komplikationen bei der Geburt und darüber hatten wir doch gesprochen, Schatz. Ich dachte, das Thema mit der kleinen Schwester wäre irgendwie durch, weil, also ich hatte ihr gesagt, dass der Arzt mir davon abgeraten hat, noch ein Kind zu bekommen, weil es damals Komplikationen gab. Aber ich hätte wirklich sensibler darauf eingehen sollen. Ist das der Grund, warum du die Tiere ausgesetzt hast? Ja, weil mit einem Hasen kann man nicht so spielen und mit einem Hund wie mit Ida. Ach, Schatz. Das hast du dir gewünscht. Franziska hat die Tiere nicht ausgesetzt, weil sie herzlos ist, sondern weil sie im Grunde genommen eine Emotion deutlich gemacht hat in ihrer kindlichen Symbolsprache, die ihr selber ja gar nicht bewusst ist, um zu zeigen, nein, also das erfüllt mein Bedürfnis nicht, das will ich nicht haben, ich möchte was anderes. Ich denke aber, dass es ganz wichtig ist, dass Frau Amberg noch mal die Thematik aufgreift, dass Franziska diese Sehnsucht hat nach einem Geschwisterkind und ihr im Grunde kindgerecht sagt, warum das unter Umständen auch nie so sein wird, dass noch ein Geschwisterchen kommt und das Kind nicht überfordert mit sachlich, fachlich orientierten Themen. Da können Kinder in dem Alter noch nicht so wirklich was mit anfangen. Auch wenn es ihr schwerfiel, hat Elena noch einmal intensiv mit Franzi über das Thema Geschwisterchen gesprochen. In Zukunft will die 42-Jährige sensibler auf die Bedürfnisse ihrer Tochter hören. Die Familie denkt nun bereits darüber nach, ein Kind zu adoptieren.